Geschwister, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Siehe, so jemand meine Stimme hört und die Tür auf, zu dem werden wir einkommen und das Mahl mit ihm halten. Heute geht alles so schnell, die Zeit ist verkürzt. Markus Kapitel 13, Vers 20. Sonst, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Jetzt kannst du noch aussteigen, jetzt kannst du den Zug verlassen, jetzt kannst du, ja, von dem sinkenden Schiff ins Wasser springen, nachher, wenn die Strudel da sind, dann kannst du dich nicht mehr halten, du wirst mit in die Tiefe gezogen. Jetzt kannst du noch aus Sodom fliehen, aus diesem brennenden Haus, bevor die nächste große Erschütterung kommt. Wer nicht ernst macht, Brüder und Schwestern, mit ihrem Glauben, der wird nicht mehr aussteigen können, für den wird zu spät sein. Das Countdown läuft. Der Starke ist gebunden, Lukas Kapitel 11, Vers 21. Fliehe, verlasse das Gefängnis. Ich bin auf dem Kirchweih in Augsburg, fahre mit meiner Familie dort vorbei. Ich habe einfach gezeigt, wo wir mal gelebt haben und so weiter. Auf diesem Kirchweihplatz fahre ich vorbei und da ist ein Ballonsteigen. Da sehe ich, wie ein riesiger, großer Schar von Ballons hochsteigt und da ist ein Ballon, steigt nicht hoch. Ich habe mich gefragt, was ist da los? Was ist da passiert? Ein Ballon steigt nicht hoch. Und so wie ich bin, neugierig, unheilbar neugierig, fahre der Sache nach zu diesem Plärrer, also diesem Jahrmarktplatz, fahre ich hin und dann sehe ich, da ist ein Junge, der hat seinen Ballon an der Schnur festgebunden und festgehalten. Und der flattert nur hin und her. Und da hat Gott mir eine Botschaft geschenkt, später, als ich dann darüber mal gepredigt habe. Und so viel sind viele Menschen, die sind noch an der Erde gebunden. Die werden festgehalten, die flattern nur so oben in der Luft mal ein bisschen hin und her. Lass los, was dich mit dieser Erde bindet. Die anderen sind alle weitergeflogen. Aber der eine ist festgebunden gewesen, so wie diese Frau von Lot. Beschäftige dich mit nichtigen Dingen. Beschäftige dich mit geisterfüllten Gedanken. Meide die Leere. Meide jeden Stillstand. Hab viel Gemeinschaft mit Gott. Persönliche Gemeinschaft. Einfach Zwiesprache mit dem Himmel. Geh dem Guten nach. Suche stets das Gute und das Richtige. Schau nach dem, was du verehrst, beachte, was du anbetest, was ist dein Ideal, was ist dir wichtig, was ist dir ja bedeutend, wer und was inspiriert dich. Himmlischer Vater, du hast unser Leben in deiner Hand, wir sind ja dir ergeben, niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Wenn es ganz schlimm wird, ich bin sicher, lieber Heiland, du wirst eingreifen und du wirst uns erlösen von dem ganzen Übel, von dem Bösen und dergleichen. Und du wirst nicht zulassen, dass Satan über uns, über deine Kinder, über dein Volk die Kontrolle übernimmt und über die Kinder Gottes triumphiert. Du wirst deinen Sohn Jesus zu uns ganz schnell schicken, um uns von dieser Hölle, von diesem Teufel zu erlösen und uns von all diesen ungerechten Menschen zu befreien, so wie beim Lot einst. Herr, wir sind dir ergeben, wir sind in dir geborgen. Unser Gott ist eine feste Burg, eine Festung, ein starker Fels. Denn bei dir, lieber Gott, finde ich Zuflucht. Und du bist wie ein Burg, wie ein Berg. In dir ruhe ich, in dir bin ich geborgen. Und so wie du im Psalm 16, Vers 10 sagst, und dort heißt, du wirst meine Seele nicht dem Teufel überlassen und mich nicht in der Unterwelt lassen. Du wirst deinen Gerechten nicht die Erfahrung geben, dass er in das dunkle Loch hineinsieht. Oh, lieber Heiland, ich danke dir, dass du meine Geschwister bewahrst. Und solange die Kerze brannte und brennt, solange ist deine Gegenwart bei uns und während dieser Predigt. Herr, stärke die Gläubigen, festige sie, gründe sie ganz fest in dir und dass sie eine ganze Sache mit dir machen, lieber Heiland. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist uns helfen wird. Halleluja. Der Friede Gottes sei mit dir. Amen.